Okay. Aber siehst du, wenn es da bei den Kommentatoren in Orange ist, ist es alles super. Wenn du jetzt redest. Ja, okay, gut. Ich bin froh. Willkommen. Herzlich willkommen hier zum Spielauftisch Nummer 1. Das ist 9 auf 5 im Winners Bracket. Wir sehen auf der rechten Seite Zubi und Tristan im Sturm gegen Björn und Terry Müller im Tor. Tristan und Zubi waren schon zuvor im Stream. Björn und Jerry, weiß nicht, ob wir die schon gesehen haben. Zumindest nicht kommentiert. Ah, schöner Pass in die Mitte. Tristan wieder mit seinem Anschlagsnack. Kurz gestoßen zwischendurch. Umgestellt. Ich hoffe, der Ton ist gut, sonst bitte meldet euch.
Jetzt ist der erste Satz schon vorbei. 1-0 für Zubi und Tristan. Es braucht ein Schiri hier. Also ein Zeitschiri. Ulrich Stöppel wird hier den Zeitschiri machen. Bitte melden, falls sich irgendwie der Ton oder das Bild nicht gut ist. Es geht gleich weiter. Es gibt einen kurzen Unterbruch. Zeitschiri wurde angefragt. Ulrich Stöppel macht den Zeitschiri. Sonst ein Schiri wegen dem Fouls braucht es nicht. Zumindest bisher nicht. Und es geht weiter. 1-0 und 1-0. Beides mal für Zudan Tristan. Björn mit dem Pin wie heute schon fast den ganzen Tag. Spielt kein Snake. Björn, ja, jemand, der sehr, sehr gerne hin und her wechselt zwischen Pin und Snake. Aber fährt heute gut mit seinen Fakes beim Pin. Auch hier wieder sehr schön auf den gezogenen gefaked und dann Stoß Mike getroffen. Jetzt haben wir TikTok 5. Gary hält, schön gestanden, nicht reagiert auf den Fake. Tristan kommt nicht mehr ran. Der Ball bei Thierry. Sucht hier den Pass, zwar ja frei, bleibt allerdings hinten und Tristan bekommt den Ball. Chance zum 2-2 Ausgleich. Okay, kann keines halten mittlerweile. Sehr gut, lässt ihn den langen eigentlich sehr weit dorfen. Und lässt ihn machen eine kurze zu. Der ist die richtige Option. Ich glaube, Tristan fühlt sich weniger wohl auf den langen Stoßen. Gedanken von Thierry kommen heute noch nicht so, wie er sich das vorstellt. Zumindest nicht so, wie ich sie von früher kenne. Sie sind eine der besten Banken. Oh, schön. Gleich schräge Option zwischendurch. Aus dem Pin. Einer der besten Bankenschützen. Thierry Müller. Zumindest früher. Wie heute der Stand ist, weiß ich nicht mehr. Ich habe ihn lange nicht mehr gespielt. Jetzt kurz gezogen, geradeaus, in kurzer Ecke. 3-2, der Anschlusstreffer. Wichtig, damit sie hier im Satz bleiben können, zu dem Tristan. Schön, langsam gutes Timing. 5, wieder Fake gestoßen und perfekt auf die gestoßene Seite und gezogen. Johnny macht es sehr, sehr schön unterwegs. Fährt über den ganzen Ball. Fühlt sich da sehr, sehr wohl mit diesem Schützen. Tristan hier mal mit der ganz langen Stoßenoption und der Wechsel auf der rechten Seite. Da Defensivwechsel. Du bist sehr aggressiv mit beiden Händen ineinander. Erfolgreich und ein bisschen glücklich. Ja, auch die 5. Nimmt sofort das Timeout. Klar, die Positionen sind hier klar verteilt, auch wenn Zuber ein Top-Stürmer ist. Hier sofort das Timeout und der Wechsel. Und auch der Defensivwechsel auf der anderen Seite. Das Mike auf dem Tisch. Hier. Kurz.
Assistent kommt hier nicht vorbei. Er kommt vorbei, aber kann ihn nicht catchen nach der Seite. Und Björn mit der Bande. Thierry versucht da zu schießen. Kriegt nicht die richtige Entscheidung, weil Björn hat eine super Quote. Aber trifft hier. Und das ist der Satzausgleich. 1:1. Wie gesagt, wir sind hier im Winners Bracket 9 auf 5. Das heißt, es ist ein Best of 5 hier. Es ist mindestens 2 weitere Sätze werden hier gespielt. Variante auf die mittlere Puppe. Ja, Christian, wie gesagt, sehr, sehr Varianten. Eigentlich beide sehr, sehr Varianten. Ich habe 5. Arbeiten viel mit Beteiligung, mit den Fakes. Haben kein klares Passsystem, das einfach irgendwie ihre 2-3 Optionen beinhaltet, sondern eigentlich sehr, sehr variabel und viele, viele Optionen. Und eigentlich alles sehr dynamisch. Ist immer schön zuzuschauen, wenn man so ein bisschen kreative Optionen kann. Ist die Zeit. Boah. Da war nicht viel Platz für Schrägretour. Nicht schlecht. Der Björn entschuldigt sich da auch. Zuber. Björn kennt sich auch sehr, sehr gut. Haben in Zürich die Barliga zusammengespielt diese Saison. Im Alltag aber nicht wirklich erfolgreich gewesen. Aber da einige Matches zusammengespielt. Überrascht mich ein bisschen, dass hier ein Zeitschiri hier ist. Wahrscheinlich von Tristan angefordert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tristan. Ja. Oder ja, es kann sein, dass Zubi sich vielleicht ein bisschen in zwei Reihe vielleicht ein, zweimal ein bisschen Zeit gelassen hat. Und dass deshalb der Zeitschiri am Tisch steht. Weiß es nicht genau. Schön gestoßen, eine lange Option hier von Christian gewesen. Zum 3:1. Anschlusstreffer konnten wir blocken. Kommt aber nicht durch. Ja. Schöner Pass. Das Timing. Schön ruhig. Aber zu diesem ein bisschen gefährlich, da er so wirklich einer der reaktionsstärksten Spieler in der Schweiz ist und dass er halt viel auch auf Reaktion fährt. Und mit allen Fakes, die Björn hier macht, kann es ein bisschen schwierig werden. Und Björn trifft eigentlich auch sehr, sehr gut, das wäre für zu gut. Zwischendurch. Zubi hat das Gefühl, er steht da. Und die kleinste Lücke getroffen. 4:1. Sieht nach dem Plan 2:1 Führung aus. Gideon und Kerry.
erzielt hier den Anschlusstreffer. Jetzt ein bisschen Diskussion über den Wechsel. Wieso nicht? Ich denke, er nicht die schlechteste Variante, aber vielleicht ist er auch so ein bisschen das Ziel, so ein bisschen Satz halbwegs aufgegeben. Und noch ein bisschen, ja, sich ein bisschen etwas überlegen für den nächsten Satz in der Standardposition. Und deshalb bleiben sie. Er versucht hier den Schlenzer streckt zwischendurch. Zubi, ein bisschen glücklich. Anschlusstreffer. Hier noch das 4-4 kommt. Wer bitter 4-1 in Führung ist, dann 4-4 Ausgleich, dann ist dann sind dann die Nerven auch wieder da. Und Tristan kommt ihm auf die 5. Hat die Chance, hier den Ausgleich zu erzielen. Und dann ist wieder alles offen in diesem Satz. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. 4-1. Eine 4-1-Führung abzugeben. Auf diesem Niveau passiert es eher selten. Kommt sehr, sehr selten vor. Aber kann es geben. Aber Thierry blockt hier sofort. Chance auf der 3. Schießt wahrscheinlich nach mir selbst. Hat das letzte Mal gemacht und getroffen. Aber wird hier geblockt. Seinen Backpin, natürlich immer gefährlich von hinten. Wie vorhin gesagt, offensiv einer der stärksten zwei Reihen auf dem Ulrich. Hat ja einen Ball draußen. Und Björn mit dem Ball auf der zwei Reihen. Nichts aber getroffen, bekommt aber nochmal eine Chance. Nochmal eine Chance. Und jetzt mal das Timeout. Ja. Versucht es nochmal. So, ich bekomme einen Ball. Über der 5, aber Christian bekommt den Ball. Auf. 3. Ja, da war ein Schlag. Also ich habe auch einen Schlag gesehen, ne? Muss ich ehrlicherweise sagen. Sieht schon ziemlich so aus. Ball geht durch. Ja. Da wird es Diskussion gehen. Ja, heikle Situation. Schlag war definitiv da. Wie fest. Ob abgelenkt oder nicht. Tristan war, glaube ich, ein bisschen am Ball dran. Wenn ich das richtig gesehen habe. Könnt ihr im Chat mal das Replay anschauen und mir mal Bescheid geben, was ihr da seht. War das ein Foul oder nicht? Was meint ihr? Wurde sich hier noch nicht geeinigt? Vielleicht schauen Sie sich das Video auch mal an. Und es geht weiter. Nein, noch nicht. Das ist natürlich eine heikle Situation, wenn er Tristan hier den Ball bekommt und eine Chance hat auf ein 4-4.
aber nicht. Sie haben sich geeinigt. Okay. Chat ist sich einig, dass dann wahrscheinlich ein Foul da war. Von dem her wäre das hier der Ball geblockt wurde von Zuba. Und Tristan die Chance bekommt auf das 4:4. Ist aber nicht diese Chance, die Kami nicht nutzt. Sehr hektisches Spiel und dann. Und Tristan bekommt die nächste Chance. Ein Fehler von Björn. Oh, bitter. Bisschen überhastet geschossen. Hat zum Wandersnake angesetzt. Ist damit auch wieder umentschieden und so ein bisschen eine Kurzschlussentscheidung gewesen. Ja, trotz der Diskussion hier eine gute Stimmung am Tisch. Es wird gelacht. Immer wichtig. Ja, kennen sich auch alle sehr gut. Verstehen sich sehr gut. Und vom 4-1 zum 4:4. Das Time-Up von Tristan und Zubi wird gegen ein bisschen nochmal zu denken zu geben, dass die 4-1 zum 4 waren und jetzt der Ausgleich kommt. Björn hier zweimal ein bisschen verhastet und Tristan Bock. Und er kannte Paschrek Einherz. Und die Chance, dieses jetzt doch noch zu holen. Und die holen ihn tatsächlich noch nach einem 4:1 Rückstand. Schönes Comeback hier von Zubi und Tristan. Gut gekämpft. Zeigt wieder mal, niemals aufstehen beim Tischfußball. Auch wenn man durchaus im Rückstand liegt. Ja, trotz der Diskussion des Fouls, wenn sie den Ball verloren haben, sich nicht weiter darüber aufgeregt, konzentriert weitergespielt und sich diesen Satz gut. 2:1. Und ja, das beschäftigt einen 4:1 Rückstand, Vorsprung mal vergibt. Das geht selbst diesen Top-Spieler nicht einfach so vorbei. Ja, ich gebe im Chat hier recht, es sind sehr, sehr viele Kurze, die er kassiert, Jerry. Allerdings muss man auch sagen, dass Tristan super Timing hat auf diese ganz kurzen. Und das hat er bereits in seinem früheren Schusssystem, als er eigentlich immer den Wandersnake gespielt hat. Er hat extrem viele Tore zwischen die Puppen gemacht und hat ein sehr, sehr gutes Timing auf die kurzen Schüsse. Das ist immer schwierig zu decken, weil vor allem die meisten Snake, zu meiner Erfahrung nach, so die meisten Snake, die den Snake-Shots schießen oder die chatten, eigentlich tendenziell eher die weiten Decken suchen. Und deshalb also, man aus Gewohnheit ein bisschen eher die langen Varianten deckt, aber ja. Ich sehe den Punkt, aber ich glaube, es ist einfacher gesagt als getan, dass diese kurzen zu decken. Oh, schöne Variante hier.
eine Art Pullkick aus dem Pin. Das ist als Torhüter halt auch sehr frustrierend, wenn man halt immer diese kurzen kassiert, wenn man denkt, eigentlich stehe ich doch da. Und der gestoßen lange ist eigentlich durchgehend offen. Also wird kaum gedeckt. Und trotzdem hat er so eine gute Quote. Und wirklich mal auf den links lang. Wunderschöne Wande. Der von Thierry. Und er kommt langsam ins Spiel. Da ist doch ein paar Fehler bei der Annahme bei Björn. Wenn man wirklich auf den links lang schaut, der ist praktisch durchgehend auf. Also wird kaum gedeckt. Das hat den Grund, dass er eigentlich sehr, sehr viele kurze Schüsse kassiert hat. Deshalb einfach mal sagt, schießt du lang, kurz will ich dir nicht geben. Und dann halt mal, wie lange er kommt. War auch drei Viertel, kam nicht ganz lang. Ja, noch ein bisschen Diskussion. Ja, es haben, glaube ich, ein bisschen gesprochen. Dresden hat sich ein bisschen genervt und dann etwas gesagt. Und da hat Thierry und Björn immer darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht erlaubt ist. Und Thierry bereits mit dem dritten Tor in diesem Satz. Ja, glaubt der Pullkick aus dem Pin, die nahe Bande und jetzt dieser. Jetzt kommt mal der Weite. Kommt Tristan. Ja, wenn diese Variante dann halt auch noch kommt, dann kann es dann recht schnell gefährlich werden. Ist halt, wenn der Torhüter schon eine Variante nicht decken muss, macht es wesentlich einfacher. Oh, Zuber verliert hier den Ball. Kommt eher selten vor. So ist er jetzt aber ein bisschen besser ins Halten reingekommen, im Allgemeinen. Wirklich. Boah, schöne schräge Variante. Schön gewartet, geguckt. 4:1. Kennen wir. Satz ist noch nicht gelaufen. Tristan, der war nicht lang. Schön rausgefahren. Thierry schießt 4 Tore in diesem Satz. Nachdem ich gesagt habe, dass Thierry offensiv noch nicht so angekommen ist im Turnier, bis zum jetzigen Zeitpunkt, straft er mich lügen. Ja. Dann kann ein Satz sehr schnell vorbei sein, wenn man 4 Tore von hinten kassiert. Und es steht 2:2. Und wir gehen in den Entscheidungssatz. Ein Top-Spiel. Gut zuzuschauen. Geht's mit der Entscheidung. Weg durch. Ja,
und kommt außen rum und die zwei Puppe und schießt ihn lang. Blockt gleich den zweiten Ball. Wird auch geblockt. Und blockt wieder direkt auf die 3. Gute Aktion. Oh. Und Tristan versucht hier, glaube ich, die schräge Option. Kommt an den Torhüter an und dann ins Tor. 2-0. Und ein wichtiger Ball hier für Björn. Schauen, ob Jerry wieder so viel Druck machen kann, diesen Satz von hinten. Er wird verloren, schoss den 3-0. Und zwischen die Puppen. Ein bisschen zu weit gefahren. 3-0. Top Start hier für die Walliser. Schöner Pass auf die Mittelpuppe. Ja, Zuber hält mittlerweile wirklich gut. Dann muss man auf die Felix rein. Ja. Ja, kommt da zwischendurch. Noch ein groß. Schön geschossen. 3-1. Und der Defensivwechsel auf der linken Seite. Und das Timeout. Sicher gute Entscheidung. Vor allem, da ja ein Zeitschiri am Tisch steht. Durch mit der Chance. Oh. Kurz geschossen, bisschen schräg raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Und 4-1. Diesmal in die andere Richtung. Oh, schön abziehen. Schräg zu schräg. Kommt da nicht durch bei Björn. Die Defensivwechsel diesmal nicht gemacht. Kommt durch. Zu Björn mit dem Matchball. Und jetzt Tristan auf der 3 mit dem Matchball. Timeout. Nein, zwischendurch. Starke Leistung hier von Tristan und Zubi holen sich hier und sind